Hallo und willkommen zu Teil 21 meiner Decke Pony. Ich wünsche euch viel Spaß und gleich geht's los. In Runde 191 arbeiten wir mit zwei Farben, also mit Lila und mit Schwarz. Da machen wir dann immer Farbwechsel an den Punkten und wir arbeiten insgesamt 32 Zunahmen. Um es uns ein bisschen zu erleichtern, setzen wir dann Marker. Also 32 Stück oder du kannst auch andersfarbiges Garn nehmen, um die Masche dann zu markieren. Der Starterpunkt ist am orangefarbenen Marker über dem ersten schwarzen vorderen Reliefstäbchen. Dann zähle 24 Maschen und setze einen Marker. Dann zähle 4 mal 25 Maschen eins, und setze einen Marker, also 1, 2, 3, 4. Dann wieder 24 Maschen und setze einen Marker. Dann wieder 4 mal 25 Maschen. 1, 2, 3 und 4. Dann wieder 24 Maschen und setze einen Marker. Dann wieder 4 mal 25 Maschen. 1, 2, 3 und 4. Dann wieder 24 Maschen. Dann wieder 4 mal 25 Maschen. 1, 2, 3. Ja. Dann wieder 24 Maschen, dann wieder 4 mal 25 Maschen, 1, 2, 3 und 4, dann wieder 24 Maschen und dann 6 mal 25 Maschen, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und die letzte Masche, der letzte Marker ist dann genau vor der Beginnermasche. So, in Runde 191 arbeiten wir mit zwei Farben, wie gesagt, in Lila und in Schwarz. Und wir starten hier am Beginnerpunkt, also hier am vorderen Reliefstäbchen im Schwarzen. Wir arbeiten über die schwarzen vorderen Reliefstäbchen immer vordere Relief halbe Stäbchen und um die lilanen vorderen Reliefstäbchen dann später in Lila, da arbeiten wir vordere Reliefstäbchen. Also wir starten hier im ersten vorderen Reliefstäbchen in Schwarz mit einem stehenden vorderen Relief halben Stäbchen und arbeiten dann vordere Relief halbe Stäbchen, bis wir am ersten Marker sind. Beim ersten Marker sind und da arbeiten wir dann. Hier ist dann das letzte Stäbchen, das letzte halbe Stäbchen und dann arbeiten wir ein halbes Stäbchen in die Schlaufe, also eine Zunahme. Dann geht es weiter mit vorderen Relief halben Stäbchen und bis zum nächsten Marker und da dann auch wieder. Das ist das letzte vordere Relief halbe Stäbchen und dann ein halbes Stäbchen in die Schlaufe, eine Zunahme und dann geht es wieder weiter bis zum bis wir den Musterteil fertig haben, also bis wir am lilanen Teil sind und da geht es dann weiter mit dem Farbwechsel und da sehen wir uns dann wieder. So, dann kommen wir jetzt hier gleich zum lilanen Übergang. Also hier haben wir nochmal ein halbes vorderes Reliefstäbchen und die schwarzen vorderen Reliefstäbchen. Jetzt haben wir hier die vorderen relieffesten Maschen, da arbeiten wir auch vordere Relief halbe Stäbchen drüber. Dann haben wir hier den nächsten Marker. Dann kommt hier die nächste Zunahme, also ein halbes Stäbchen in die Schlaufe und dann in die Masche unten drunter auch wieder ein halbes Stäbchen. Und jetzt haben wir hier das letzte halbe Stäbchen und das arbeiten wir nicht fertig, sondern haben dann hier also den Faden holen und wie normal das halbe Stäbchen, aber nicht fertig arbeiten. Und jetzt nehmen wir das lilane Garn und wechseln zum lilanen Garn, dann ziehen wir das hier durch und haben das an die neue Farbe. Und jetzt geht es weiter mit vorderen Reliefstäbchen. Also über den lilanen Teil, wie ich schon gesagt, da arbeiten wir vordere Reliefstäbchen. Dann auch wieder bis zum nächsten Marker. Bis zum nächsten Marker, ne? Also hier. Dann ist das letzte vordere Reliefstäbchen und dann kommt ein Stäbchen in die Schlaufe, also eine Zunahme. Und dann wieder weiter mit vorderen Reliefstäbchen bis zum nächsten Marker.
Und bis wir dann am blauen Marker sind, zum Schwarz wechseln, da sehen wir uns dann wieder. So, jetzt sind wir gleich am Übergang zum Schwarz. Dann haben wir hier jetzt nochmal ein vorderes Reliefstäbchen. Dann sind wir ja am Marker. Hier. Dann arbeiten wir eine Zunahme in die Schlaufe, also ein Stäbchen in die Schlaufe. Und noch ein vorderes Reliefstäbchen um die letzte, das letzte vordere Reliefstäbchen. Aber das arbeiten wir nicht fertig, sondern wir holen den Faden, arbeiten ein Stäbchen bzw. ziehen einmal durch und dann haben wir noch zwei Schlaufen auf der Nadel und dann nehmen wir den neuen Faden, also wieder schwarz, und ketten den hier wieder an. Und dann geht es weiter mit vorderen Relief halben Stäbchen wieder. Ne? Wir sind jetzt dann wieder auf dem schwarzen Teil und am schwarzen Teil arbeiten wir vordere Relief halbe Stäbchen. Auch wieder bis zum Marker und dann arbeiten wir wieder die Zunahme in die Schlaufe. Also wieder ein halbes Stäbchen in die Schlaufe und weiter geht's bis zum nächsten Marker. Und das wiederholen wir dann bis zum Ende und am Ende sehen wir uns dann nochmal zum Schließen dann und zur letzten Zunahme. So, jetzt sind wir am Ende. Dann arbeiten wir hier aber die Zunahme nicht in die letzte Schlaufe, sondern in die vorletzte Schlaufe. Also normal würden wir ja hier jetzt das letzte Stäbchen machen und dann haben wir hier ja den Marker und dann würden wir die Stäbchenzunahme hier rein machen und wir machen sie aber jetzt dann in die vorletzte Schlaufe. Also hier kommen das Stäbchen rein, die Zunahme, und dann haben wir noch ein vorderes Reliefstäbchen. Und dann arbeiten wir eine Kettmasche in die erste stehende Masche. Okay. Runde 192 und dunkelgrau. Starte in einer x-beliebigen Masche. Mit einer stehenden festen Masche arbeite eine Runde feste Maschen ins hintere Maschenglied, am Ende eine Kettmasche in die erste stehende Masche. Runde 193 und lila. Starte in einer x-beliebigen Masche, arbeite eine Runde feste Maschen ins hintere Maschenglied. Die erste Masche ist wieder eine stehende Masche und am Ende eine Kettmasche in die erste stehende Masche. Runde 194 und lila. Starte am roten Marker. Im 14. vorderen Relief halben Stäbchen in schwarz. Die Zunahme hier, die ist ganz leicht zu übersehen, also weil die so klein ist, weil die so versteckt ist, also die ist ganz leicht zu übersehen, da aufpassen. Ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Das hier ist unsere erste Masche. Starte mit einem stehenden vorderen Reliefstäbchen um die 14. Masche. Also um das 14. vordere Relief halbe Stäbchen in schwarz und arbeite 14 vordere Reliefstäbchen. Und nach diesen 14 vorderen Reliefstäbchen über die schwarzen arbeite 102 vordere Reliefstäbchen um die lilanen vorderen Reliefstäbchen. Also 14 bis hierhin und dann 102 bis zum Ende der lilanen vorderen Reliefstäbchen. Okay, und am Ende haben wir dann hier Masche 102 und dann arbeiten wir 7 vordere Reliefstäbchen über die schwarzen vorderen Reliefhalben Stäbchen. Ne? 2, 4, 6, 7. Dann ziehen wir den Faden raus, also schneiden ihn ab und ziehen ihn durch. Und dann wiederholen wir dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite. Runde 195 und lila. Starte am rosa Marker im 4. vorderen Reliefstäbchen. 1, 2, 3, 4. Die erste Masche ist eine stehende Masche, arbeite eine stehende feste Masche und arbeite insgesamt 120 feste Maschen. Immer ins hintere Maschenglied, ne? So, jetzt haben wir die 120 festen Maschen ins hintere Maschenglied und jetzt arbeiten wir weiter in Runde 193.
Und hier arbeiten wir jetzt Vorderrelief feste Maschen. Und da kann man jetzt sehen, das gehört zu dieser Masche dazu. Und das hier ist schon wieder die nächste Masche. Ne? Und um dies müssen wir hier jetzt dann rum. Vorderrelief feste Maschen. 290 Stück. Also immer in diese Lücke hier rein. Und schön locker häkeln, also nicht zu fest arbeiten. 290 Stück. Und weil wir ja in der vierten Masche angefangen haben, sind dann noch drei Maschen übrig. Und da arbeiten wir dann wieder drei feste Maschen ins hintere Maschenglied. Hier haben wir dann Masche 290 und dann geht es weiter mit drei festen Maschen ins hintere Maschenglied. Und dann geht es wieder weiter mit dem Rapport, also ein zweites Mal wiederholen, 120 feste Maschen ins hintere Maschenglied und dann wieder 290 vordere Relief feste Maschen hier durch, ne? Also vordere Relief feste Maschen. Und dann sind wieder drei übrig und da arbeiten wir dann wieder drei feste Maschen ins hintere Maschenglied und dann eine Kettmasche in die erste stehende Masche. Runde 196 und weiß. Arbeite feste Maschen ins hintere Maschenglied. Die erste Masche ist eine stehende Masche und arbeite eine Runde mit festen Maschen. Am Ende eine Kettmasche in die erste stehende Masche. Runde 197 und lila. Starte am rosa Marker im vorderen Reliefstäbchen im lilanen und arbeite ein stehendes vorderes Reliefstäbchen. Dann geht es weiter mit vorderen Reliefstäbchen um alle lilanen vorderen Reliefstäbchen. Das sind insgesamt 123 vordere Reliefstäbchen. 122 und 123. Und jetzt arbeiten wir vordere Relief halbe Stäbchen. Und zwar nicht, normalerweise würden wir sie hier reinarbeiten, aber wir arbeiten sie unten, also etwas tiefer rein, und zwar an derselben Stelle wie in Runde 195. Da haben wir die vorderen relieffesten Maschen rumgemacht, ne? Also hier. Und da stechen wir auch wieder ein und arbeiten vorderer Relief halbe Stäbchen. Also da auch wieder aufpassen. Wir arbeiten an diesem Teil vorderer Relief Stäbchen und an diesem Teil vorderer Relief halbe Stäbchen. 290 vorderer Relief halbe Stäbchen. Dann sind wir auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite. Dann wiederholen wir das ein zweites Mal und dann arbeiten wir eine Kettmasche in die erste stehende Masche. Runde 198 und schwarz. Starte in einer x-beliebigen Masche mit einem stehenden halben Stäbchen. Und zwar arbeiten wir bei den vorderen Maschen wieder ins hintere Maschenglied wie immer und wir verbinden gleichzeitig mit beiden durch beide Maschenglieder vom Weiß hinten und arbeiten eine Runde halbe Stäbchen. Also die erste Masche ist ein stehendes halbes Stäbchen und dann geht es weiter mit halbem Stäbchen. Eine Runde außenrum und dann am Ende eine Kettmasche in die erste stehende Masche. Runde 199 und dunkelgrau. Wir arbeiten jetzt hier wieder an dieser Kante in das Maschenglied in dunkelgrau und arbeiten Kettenmaschen. Das haben wir ja hier schon gemacht in der Runde. Und wieder so locker wie möglich arbeiten und eventuell eine halbe Nadelstärke größer nehmen und dann auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen. Ne?
Runde 200 und Lila. In dieser Runde arbeiten wir zwei Zunahmen. Einmal am roten Marker, circa in der Höhe vom roten Marker und dann genau gegenüber, circa in der Höhe vom rosanen Marker. Also starte in einer x-beliebigen Masche. Die erste Masche ist eine stehende Masche, also ein stehendes vorderes Reliefstäbchen und arbeite eine Runde Reliefstäbchen und immer an den zwei Punkten, also immer am einmal am roten Marker und einmal am rosanen Marker ein Stäbchen in die vordere Schlaufe, also hier die Schlaufe, ne? Und dann geht es wieder weiter mit vorderen Reliefstäbchen. Also haben wir dann zwei Zunahmen in dieser Runde. Am Ende dann eine Kettmasche in die erste stehende Masche. Und dann sind wir mit dem großen Mandala fertig. So, Teil Nummer 21 ist geschafft. Das große Mandala wäre fertig. Wenn du möchtest, kannst du am Ende jetzt nochmal eine Runde feste Maschen außenrum arbeiten und dabei die hinteren beiden Maschenglieder mit verbinden. So hättest du dann einen schöneren Abschluss, aber das bleibt dann dir überlassen. Und wenn du weitermachen möchtest, also die mittlere Decke oder die große Decke, dann freue ich mich, wenn wir uns in Teil 22 wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!